Ja, ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, in einer Ausstellung mal naturwissenschaftliche mit kulturwissenschaftlichen Aspekten zusammenzubringen, dass das Experiment möglich war, dass die Ausstellung Weltuntergang jetzt auch mit einem Publikumsansturm, kann man schon fast sagen, honoriert wird. Ja, der Kropf wird sicher irgendeiner Spinner nachgesäckelt sein. Die Realität ist, dass man viel zu wenig rauskommt, leider. Immer wenn dann das Wetter passt, dann hat man irgendwas im Haus zu tun, was Administratives. Wir sind halt wetterabhängig, wir Spinnenleute. Die Abteilung Virbulosity, die haben ganz neue Schnecken. Nein, warte jetzt mal, Schnecken, glaube ich, herausgefunden. Dann haben wir noch bei Skorpionen herausgefunden, warum die Männchen einen dickeren Schwanz haben. Ja, Sport ist auch ein Thema, weil es halt läuft momentan Hockey und IB, was natürlich momentan vorab ist. Das mit den Muscheln, genau. Ja, genau. Museumsaufsicht, bitte zum Bari. Ich bin okay. Zuständig für die Haustechnik, Multimedia und Beleuchtung. Ich weiss auch nicht, angefangen habe, ist mein erster Moment gewesen. Ich lief rein und dort ist ein toter Aff drin gelegen. Und ich dachte, oh, das ist ein spezielles Unternehmen hier. Aber mittlerweile ist das schon so, wenn sie im Metzger sind oder so. Also ja, aber ich würde einen Präparator nie im Leben mit einem Metzger vergleichen, weil ich auf gar keinen Fall da irgendwas für einen Verzehr mache. Und das ist ja, glaube ich, der ganz große Unterschied. Wir machen ja kein Essen, sondern wir machen wissenschaftliches Studienmaterial. Ich glaube, ich werde die 100'000 Eintrittsgrenze knackt letztes Jahr. Ja, was nicht so 120 oder sowas? Da muss ich schnell, oder warte, ich kann nachfragen. Moment bitte, du musst dich verbinden. 120'000, ein bisschen weniger. Oder 5'000. Ich glaube, es sind 128, irgendetwas 100. Das sind etwa 6,5 Millionen. Und ich bin überzeugt, sind noch mehr. Ja gut, wer jetzt da nicht ganz ist nachgekommen bei diesem Film, ich bin auch nicht ganz nachgekommen, den kann man vielleicht noch im Internet schauen. www.museum-bern-tier-gnu findet man wahrscheinlich auch noch Informationen. Adieu.